Und hier sind wir wieder bei Let's Play The Legend of Zelda A Link to the Past. Ich habe euch versprochen, dass wir jetzt ein bisschen wieder Nebensachen machen. Und das werden wir jetzt auch tun. Zum einen gibt es hier nämlich was ganz Schönes zu machen. Nämlich können wir hier, wenn wir alle kleinen... Ja, ich sag da jetzt mal dazu Pickel oder irgendwie sowas. Oder diese Pfähle eben halt reinhauen. Erscheint ein Durchgang, der ein Herz da beinhaltet. So, die nächste Sache ist, dass wir hier nämlich gar nichts haben. Aber in der Lichtwelt, ich hoffe, ich lande jetzt nicht irgendwie. Doch, ich lande. So, dann verwandeln. Gehen wir wieder in die Lichtwelt hier zurück. Und zwar werden wir uns nämlich hier reinbegeben. Können wir hier mit den magischen Puder eine Fledermaus hervorrufen. Ra! Wie kannst du es wagen, mich aus dem Schlaf zu reißen? Ich verfluche dich! Ra! Das schreit nach Rache! Mach dich auf was gefasst! Ra! Na, gefällt dir das? Ach, siehste, ab jetzt wird dir nur noch halb so viel Magie abgezogen. Gut, nicht? Das freut dich, was? Nun, dann, toi toi toi, und mach's gut. Ja, wir haben jetzt quasi doppelte Magieleiste, beziehungsweise den halben Verbrauch. Das ist eigentlich sehr nützlich, gerade später. Aber das werdet ihr dann sehen. So. Wir müssen nämlich jetzt was anderes machen. Und zwar gibt es nämlich hier einen kleinen Fröschlein, den wir erst helfen können, sobald wir nämlich die schwarzen Steine hochheben können. Quark, Quark, du siehst ja noch ganz normal aus. Ich bin kein einfacher Junge. Du bist kein einfacher Junge. Quark, ich wohnte einst in Kakariko. Ich frage mich oft, wie es meinen Kollegen geht. Quark, bitte bring mich doch zu ihm, ja? Quark, bitte, Quark. Ja. Falls euch das Aussehen ein bisschen was sagt, wir sind nämlich gleich wieder hier. So. Na, sieh mal einer an. Na, das ist ja mal eine gute Sache. Du hast meinen Kollegen gefunden. Vielen Dank. Du bist jederzeit willkommen, wenn du deinen Schmerz härten lassen willst. Danke, vielen herzlichen Dank. Übrigens auch sehr lustig. Na, muss man hier von oben machen. Doch nicht. Schade, egal. So, wenn man nämlich gleich wieder reingeht, dann fangen sie nämlich hier gerade an zu arbeiten. Hey, halt! Das ist nichts, woran sich Ungeübte wagen sollten. Geh aus dem Weg. So, es ist, glaube ich, egal, mit wem man spricht. Ach, du bist es da wieder. Du bist hier in der Schmiede immer gern gesehen. Können wir dir helfen? Schmiedet man Schmerz. Gut, hier unser Angebot. Schmieden für 10 Rubine. Jupp. Also schmieden, richtig? Alles klar, kein Problem. Wir müssen dein Schwert nur eine Weile hier behalten. So, wir haben jetzt überhaupt kein Schwert, was ich ein bisschen unschön finde. Ich meine, einfach nur in die Schattenwelt gehen oder so.
Ja doch, dann... Ich müsste ja ganz gerne dann wieder in die Schattenwelt zurück, deswegen... Hier hast du es, dein neu gehärtetes Schwert. Nimm es mal in die Hand. Und? Glückwunsch, dein Schwert ist stärker geworden. Spürst du seine enorme Kraft? Ja, wir haben jetzt das Schwert Level 3. Und... Ab sofort ist hier auch... eine Kiste. Das Schloss dieser Truhe ist von innen verschlossen. Nimm sie ungeöffnet mit. Mit dieser Kiste dürfen wir übrigens nicht rennen, soweit ich weiß. Ansonsten wird sie nämlich stehen gelassen. Und runterspringen dürfen wir, glaube ich, auch nicht mit der. Was? Nee, doch, darf man. Gut. Denn mit dieser Kiste sollten wir jetzt in Richtung der Lichtwelt gehen. Übrigens, hier kann ich auch noch mal kurz hin. Das liegt ja direkt auf dem Weg. So, hier kannst du nicht hinein, solange ich an dir klebe. Gut, dann noch nicht. Dann müssen wir auf dem Rückweg eben halt direkt hin. Weil das nächste Mal müssen wir nämlich dorthin, sobald wir nämlich die Kiste abgegeben haben. Aber es lohnt sich, die Kiste mitzunehmen. Das kann ich euch sagen. So, dann verwandeln wir uns einfach hier wieder in die Lichtwelt. So. Geh mir nicht auf den Koffer. So, du weißt also, dass ich ein gesuchter Dieb bin, der Schloss öffnet. Wie kleiner. Wie keiner. Na gut, dann öffne ich dir eben die Truhe. Aber versprich mir, mich nicht zu verpfeifen. Abgemacht. Ich verspreche es. Eine magische Flasche. Damit kannst du verschiedenes aufbewahren. Für später. Ja. Das ist die letzte Flasche gewesen. Dass ich da drauf gekommen bin, damals. Boah, das ist lange. Da ist lange Zeit vergangen. So, und jetzt holen wir uns ein weiteres Geheimnis. So. Und zwar hier oben. Hätte es ein Herz ergeben sollen? Ich meine, hier wäre ein Herzteil. Hä? Dann nicht. Gut, okay. War doch ein Herzteil. Das habe ich noch gar nicht geholt, glaube ich. Hm. Na, ich gehe erstmal in die Schattenwelt zurück. Damit ich einfach den Teleporter dann nicht mehr da oben habe. Dann... da. Denn das, was ich jetzt holen möchte, ist nämlich nicht dort. Was ich nämlich brauche, ist was anderes. Und zwar befindet sich das nämlich hier.
Ihr erinnert euch vielleicht noch an den Jungen, der uns die Schaufel gegeben hat. Das war sein Geist, so quasi eine Erinnerungssache. Und da ist seine Flöte. Tarara. Nee, trarara. Hier ist die Flöte. Ihre Musik verfügt bestimmt über geheimnisvolle Kräfte. Ja, die Flöte zieht magische Tiere, magische Tiere, sag ich jetzt schon, Tiere magisch an. Und die brauchen wir auch später. Deswegen habe ich die mir schon mal geholt. Und zwar brauchen wir das für den übernächsten Dungeon brauchen wir die. Allerdings ist damit nur in der Lichtwelt damit, also in Hyrule, damit zu reisen. Ja, genau, reisen. Ihr habt schon richtig gehört. Na, na, na. Und da haben wir den kleinen... Eine Ente. Das sieht für mich aus wie eine Ente. So, und damit können wir uns nämlich an verschiedenen Punkten eben halt teleportieren. Wir zum Beispiel jetzt in die Stadt. Zu uns nach Hause hier bei 5. Das ist, glaube ich, da oben. 6... ist natürlich jetzt der Eingang zum 6. Palast. Doch, Palast ist schon richtig. 7 ist der Eingang zum 2. Palast in der Lichtwelt. Und eben halt 8 ist zu da unten. So. Und ich weiß jetzt allerdings nicht... Ich glaube, hier kann man so nicht rüber. Genau, stimmt. Dann kommt man nur in die andere Richtung. Und aber eine Sache kann ich noch holen. Die befindet sich nämlich hier in der Lichtwelt. Sobald man nämlich die schwarzen Steine anheben kann, kann man nämlich zu diesem Grab. Und normalerweise lässt sich das aber auch bewegen. Oder wie war das nochmal? Oder musste man das richtig anrempeln? Oh nee. Da musste man das anrempeln. Ich meinte aber, man könnte es verschieben. Hier gibt es nämlich was. Der Zauberumhang. Trage ihn und du bist unsichtbar. Und unverwundbar übrigens auch. Achte auf deine Magieanzeige. Ja, dieser magische Umhang ist ziemlich praktisch. Weil, wie gesagt, man ist dadurch nicht mehr unsichtbar, sondern auch unverwundbar. Und man kommt auch ohne Probleme gegen diese Wegstoßteile eben halt an. Ich mache aber hier jetzt einen Cut. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es dann heißt Let's Play The Legend of Zelda. Also, bis zum nächsten Let's Play Part. Bleibt SFB, mein letzter.